So, da bin ich wieder bei Let's Play Skyrim. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Verdammt! Objekte. Waffen. Ja, verflucht. Ah, jetzt haben wir so viel dabei, aber das ist ja... Langbogen, weg damit. Na, ach, ich wähle das immer an, aber dabei will ich es ja wegkloppen. Stahl-Zweihänder. Oh, das ist ja arschschwer, das Ding. Streitkolben. Ja, pass auf, dann, was haben wir denn da? Hier haben wir zwei Stück. Ja, dann hauen wir das alles mal weg hier. Das ist zwar extrem schade, weil das richtig viel wert ist, aber es ist auch arschschwer. So. Schade. Sollten wir hier nochmal vorbeikommen und haben noch ein paar Hände frei, können wir das ja wieder mitnehmen. So, jetzt durchsuchen. Nee, ist alles leer, ne? Oh, nee, da ist was drin. Cool, ein bisschen Gold. Na gut, besser als nichts. Hier war nochmal Urne durchsuchen. Gold, auch nochmal. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Urne leer. Ist alles leer hier, oder was? Verarschen wir uns doch. Das glaube ich doch nicht. Oder doch? Na gut. Okay, so, diese goldene Klaue haben wir mittlerweile am Start. Die haben wir erobert. Hätte uns dieser Typ hier fast nochmal verarscht. Da sind wir so nett und schneiden ihn frei. Was hast du vor? Freund, was hast du vor? Nein, das ist der falsche Knopf. Nein, warte, nein. Bleib doch mal ganz ruhig. Hallo. Drauger. Unser polnischer Freund Drauger. Hallo. Alter, wie seid ihr drauf, ey? Was ist los mit euch? Nein, bleib doch mal stehen. Was tust du, ha? Was tust du? Was tust du nur? Durchsuchen, Drauger. Alte Nordstreitaxt, ja gar nichts wert. Gold hat er dabei. Deine Axt, die kannst du behalten. Sagen wir, was ist hier? Eisenschild, wieder schwer wie Sau. Gold, Knochenmehl brauchen wir nicht. Eisenschild. Gut, das nehmen wir mal mit. Drauger. Gold. Dankeschön. Ja, diese Schild und so Sachen, die gibt's wie Sand am Meer anscheinend, ne? Das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann auch mal lassen, dass ich da immer... Oh, was haben wir denn hier? Ist das eine Tür oder so? Nee. Kann ich das irgendwie so wegburnen? Nein, kann ich nicht. Okay, gut. Dann weiter im Programm hier. Wow. What the fuck? Alter, Verwalter. Das war ja nicht so wirklich super. Okay. So, nichts passiert. Okay, also wenn ich da aber drüber hopse, dann... Boah, ist das gemein. Ja, dann laufe ich hier aber so dran vorbei. Dann passiert nichts, ne? Alles klar. Die sind aber fies hier. Ja, muss man aufpassen, wo man hinlatscht. So, hier gibt's auch nichts. Muss ich hier jetzt denn eigentlich durch? Kann ich denn nicht einfach wieder zurück? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, hi, Kollege. Er wieder. Hallo, Drauger. Stirb, Drauger. Wow. Alter, was geht ab? Nein, bleib stehen. Nein. Hallo, verbrenne. Ja, so kenne ich dich. Puh. So, Drauger, hast du was dabei? Nee, dein altes Gelump, das darfst du behalten, ey. Alter Nordpfeil. Ja, den nehmen wir mal mit. So, Drauger. Kriegst 8 Gold. Okay. Was mit dir? Ah, jetzt nochmal so ein Schild. Ja, komm. Auch nochmal Gold. Ja, das mit dem Pfeil irgendwie, das bringt ja mal gar nicht, ne? Ist mir so aufgefallen. Yeah, caramba. Alles klar, so. Da soll ich jetzt durch? Okay. Achtung. Komme ich damit einmal durch? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich rausfinden.
Ah, nichts passiert. Hat geklappt. Alles klar. Das ist ja kein Problem für einen Spezialisten wie mich hier. Ja. Oh, liegt hier noch was? Nee. So, was geht ab? Kommen wir jetzt immer wieder raus? Ach, du wieder. Drogel! Stört! So, ist brav. So, gib mir dein Gold. Danke. Drogger, so pass auf. Da kann ich mir denken, wie das ausgeht mit dir. Kollege. Van. Drogger! Gedusch! So, das war unser erstes Pfeilopfer, glaube ich, oder? Oder nicht? Was haben wir? Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Gut, Drogger, bei dir gucken wir auch nochmal nach. Gib mir dein Gold. Dankeschön. Alter! Verwalter! Ja, das mit dem Feuer, das funktioniert auf jeden Fall! War gut! Das war nicht ganz so geplant. Droge, gib mir dein Gold. Kommen wir denn hier jetzt irgendwann mal wieder raus? Oder wie ist das so? So ein bisschen so? Hallo! Oh, wo kommen wir da hin? Was geht da ab? Wie komme ich da rein? Hallo? Können wir... Was ist... Ist da was drin? Ja, okay. Und jetzt? Wie komme ich da rein? Kann ich da rein? Was war das? Oh, ach, da habe ich... Das hätte ich vorher schon... Hätte ich das machen können, wenn ich das gerafft hätte. Na gut, auf jeden Fall jetzt hier hoch, ne? Oh, was war da wieder? Da war doch was, oder? Wurde nicht geträumt. Oder? Oder doch? Schön langsam, Schritt für Schritt. Ach nö, komm. Ach nö, aber was soll das denn? Also. So ja nicht, Freundchen, du Freundchen. Gold, danke. Oh, was war das noch? Alte? No, nee, komm, behalt das. Freu mich. Das geht Dings gedöns. Oh, hier haben wir eine Truhe. Und nochmal mit Gold. Rolle des Schutzkreises. Untote bis Stufe 35, die den Zirkel betreten, ergreifen die Flucht. Das ist schön. Der Zaubernde heilt innerhalb des Zirkels 20 Gesundheitspunkte pro Sekunde. Oh. Ah, das klingt aber mal. Wow. Cool. Das klingt immer nicht schlecht. Zaubertrank der geringen Ausdauer, okay. Das klingt ja mal richtig gut. Untote, die den Zirkel betreten. Oh, wie das Wasser hier aussieht, ne? Ich werde nicht mehr. Cool. Und auch wir so, ne? Boah, das ist mal ein Bild, oder? Leute, hä? Boah, wir sehen echt schnieke aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Gefällt mir. So, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Oder geht's hier jetzt nicht mehr weiter? Was ist hier? Komme ich hier raus? Nee. Okay, ich verstehe. Kette. Schnell, durch. Okay, nichts passiert. Alles im Griff. Boah, kommen wir denn hier aus diesem Gedöns mal wieder raus, ey? Ich glaub's ja nicht. Was geht, ey, Alter? So, ich höre schon wieder was sappen hier. Was ist hier? Skelett! Hallo, Skelett. Hast du Gold? Ja. So, darüber. Hallo. Au! Da glänzt und funkelt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Durchsuchen Truhe. Gold. Rolle des Feuerballs. Eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 50 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlich Schaden. Ja, boah, ich bin mal gespannt, wie wir das dann alles anwählen können. Ich will das jetzt hier in dem Part ehrlich gesagt nicht machen. Da gehst du nach draußen, oder? Ein Untoter würde ich das nennen, würde ich sagen, wenn ich es nicht besser wissen würde. Kommst du jetzt da hoch? Kommst du jetzt da hoch?
Kommst du da jetzt? Ja! Stirb! Drogger! Gib mir dein Gold. Eisenschild. Wollen wir das nochmal mitnehmen? Das nehmen wir nochmal mit. So, war bestimmt nicht nur einer, oder? Oder doch? Oh. Oh ja, jetzt kommen wir raus, oder? Sind wir immer noch nicht draußen? Nee. Oh Mann, was. Nicht runterfallen. So, hier können wir auch nochmal rein. Müssen wir da rein? Kommen wir da hin? Ja, ja, dann schauen wir erstmal noch unten, oder? Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Wenn wir die Quest schon machen, dann machen wir sie gründlich. Oh, hier geht's aber wirklich weit nach unten. Ist da auch nochmal rein? Nee. Skelett. Hat Gold. Danke. Skiver. Brauche ich nicht. Oh, hier ist eine Truhe. Was ist da drin? Puh. Der Nächste. Ja, sehr schön. Pelzarmschienen, brauchen wir nicht. Dietrich, wäre nicht schlecht. Gold 18. Oh, naja, okay, gut. Das war jetzt aber nicht so der Burner hier. Gibt ihr sonst noch was? Nee. Okay, gut, dann hoch. So, und jetzt gehen wir hier rechts und dann jetzt. Oh, wie lange geht denn das noch hier? Wie viele Parts sind wir jetzt schon in dieser Höhle? Ich glaube drei, oder? Zwei, drei auf jeden Fall. Sollen wir mal wieder rausgehen, oder? Ist da irgendwas drin? Nö. Jetzt ist hier eine Abzweigung. Ich schwör. Nee, ist keine, von da sind wir gekommen. Holla. Entschuldigung, sorry. I'm so sorry. Was bist du jetzt für einer? Okay. Ein Untoter, auf jeden Fall. Aber das tat weh. Ruheloser Wow, du bist ja... Wow, er hält mehr aus. Hallo. Sterben und so. Wie wär's damit? Hallo. Jetzt hat er es begriffen. Alles klar. Tja, Freund. Nee, so rum. Sorry. So, alter Nord-Zweihänder. Brauchen wir nicht. Gold 5. Oh ja, gut. Dafür, dass er jetzt mal ein bisschen mehr Damage hier geschluckt hat, hätte er ruhig ein bisschen mehr droppen können, oder? Die bescheißen uns. Ich fühle mich hintergangen. Betrogen. Ups. Aufschließen. Nochmal hier so eine Truhe. Oh ja, das sehen wir schon. Nein! Oh, verdammt! Ja, dann ist das hier. Nein. Oh, verdammt! Oh, Alter! Kontenanze, bitte? Concentration now begins. Alter, was bist du? Kinders, neue Stufe. Sehr geil. So, ja, gehen wir was mal raus, oder? Bevor wir jetzt dann aufleveln. Öffnen. Ödsturzhügelgrab. Allerheiligstes. Ja, wenn es hier zum Allerheiligsten geht, dann, wow, ist ja hell. Meine Fresse. Dann leveln wir doch jetzt gleich auf. Ist toll, was da auf uns wartet. So, und was leveln wir auf? Natürlich nochmal Markika, würde ich vorschlagen, ne? Okay. So, und jetzt, boah, ich weiß alles nicht, für was das hier alles, was ist denn Illusion? Was ist das denn? Lass mich hier mal, nee, sorry. So, rein da. Wirke Illusionszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika. Ja, aber, habe ich denn so einen Illusionszauber? Kann ich das einfach so? Weiß es ja nicht. Lass mich mal raus. Dann gehen wir mal hier nochmal auf Beschwörung. Was gibt's hier? Beschwörungszauber haben wir doch einen, oder? Wirke Beschwörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika.
Ja, aber wir haben den noch nicht ausprobiert. Daher weiß ich jetzt auch nicht, ob der gut ist. Deswegen werden wir ihn, wenn dann, erst beim nächsten Mal leveln. Wir gucken hier nochmal. Hier nochmal Zerstörung. Da gucken wir nochmal, weil das. Da weiß ich, um was es geht. Und. Was ist das hier? Verstärktes Feuer. Feuerzauber bewirken 25% mehr Schaden. Ah, das klingt schon mal nicht verkehrt. Was haben wir hier noch? Verstärkter Frost, verstärkter Blitz, bla bla bla. Brauchen wir das nicht. Das können wir uns nicht leisten. Zerstörung. Wirke Zerstörungszauber der Lehrlingsstufe für die Hälfte der Magicka. Okay, das wäre was. Einschlag, was ist das denn? Die meisten Zerstörungszauber stoßen einen Gegner zurück, wenn sie doppelt gewirkt werden. Können wir uns auch nicht leisten. Verdammte Axt. Ja, nehmen wir das, oder? Nehmen wir das. Bam! Ja. Ah, zisch. Zisch. So, raus da. Okay, so, dann war's das für diesen Part mit Let's Play Skyrim. Und im nächsten Teil werden wir diese Tür öffnen und gucken, was dahinter auf uns lauert. Bis dahin, sag ich Tschüss.